Versuchen wir es mal hier rum. Hier kommen wir zwar eigentlich her, aber es hat ja nichts zu heißen. Ich glaube, da hinten ist es sogar tatsächlich. Das Geschmeiß. So. War das nicht sogar hier das? Da oben drauf oder dahinter hier so rum. Irgendwie kommt man da doch hin. Hier hoch. Na komm. Da hoch. Dann hier runter. Und dann müsste da die Ork-Medizin sein. Jawohl. Haben wir es doch. Ja, ja, was man noch alles so weiß, ne? Göttergabe. Ein Buch namens Göttergabe. Fand ich. In diesem Gewölbele. Und noch einen weiteren Minecrawler. Sollte jetzt aber auch dann reichen an Minecrawler-Platten. Theoretisch. Hör auf zu springen! Weil ich es dir befohlen habe. Weil du es mir befohlen hast. Na komm. Hallo Orks. Orki. Orki-Line. Erstmal fragen wir den Rest hier. Was bedeutet Gachlug? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gachlug gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak waren Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremder bringen Medizin. Dann Tarok helfen. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Tarok schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwachkar und Ortantak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Was? Was ist ein Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Okay. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimatleben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Ja, passt schon. Dwachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Wo finde ich Sumpfhaie? Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Bestimmt. Müssen jetzt aber noch mal einmal gerade hier auf normalem Wege aus der Mine rauskommen. Hier links. Hier längs natürlich. Ich hoffe, das klappt jetzt einigermaßen mit dem... Was ist das denn hier? Trank der schnellen Heilung. Was auch immer das ist. Vielleicht trinkt er den schneller. Keine Ahnung. Mal gucken, ob das hier so halbwegs geht mit dem Geschwindigkeitstrank. Erstmal speichern. Wenn ich den ganzen Mist gleich nochmal machen müssen.
wenn ich hier irgendwo runterfalle und sterbe. Wir müssen natürlich noch oben. Tock, tock, tock. Irgendwo schürft hier noch jemand. Ah, hier schürft noch jemand. Kollege, du hast mir nichts getan, ich weiß, aber du kriegst Erfahrungspunkte. Kollege, für dich gilt dasselbe wie für deinen Freund. Du hast mir nichts getan, aber auch du gibst mir Erfahrungspunkte. Und ich bin natürlich falsch gelaufen, ich Träumel. Da hinten muss ich hoch. How verschwending your speed trunk. Jetzt neu auf Eiffel Let's Plays. Beziehungsweise ich muss hier längs und dann da hoch. So war das. So wird ein Schuh draus. So. Nächste Leiter. Geht ja quasi schon schnell, theoretisch. Aber auch nur theoretisch. So. Nächste Leiter. Gucken, dass wir da oben nicht wieder durch die Decke fallen. Das wäre ja nichts Neues. Weiß nicht, muss ich hier hoch? Ich glaube schon. Bin mir gerade unsicher. Scheinbar nicht. Wo ging's denn hier lang? Da nicht? Darum? Darüber? Hier komme ich doch her. Ich musste doch nicht da runter. Ich musste gar nicht hier rein, ne? So war das. Ich musste woanders lang. Ich musste da einfach zum Ausgang laufen. Hallo, Gorn. Wir haben es doch geschafft, oder? Die Mine ist befreit, würde ich sagen. Gehen wir mal raus. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Okay. Und bis ich später. Werde jetzt mal schauen. Du nicht. Du auch nicht. Dann musst du es gewesen sein. Na, du hast unsere 15.000 Erz. Kann jetzt einen kleinen Moment dauern. Der jetzt halt gar nicht eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Räuberlein, das lief in die Welte, weite Welt hinein und kam zu einer Mine rein, erledigte ein paar Gardistenschweine. Okay, das hat sich gereimt. Erledigte ein Gardistenschwein. Dieses Gardistenschwein vor seinem Ableben sein ein. Keine Ahnung was, Schwein. Und, ja. Das hat nicht so gut funktioniert. Jetzt können wir uns teleportieren tatsächlich. Bald im Aufwärts rollen. Lalalalala. 6, okay. Erstmal müssen wir natürlich zum guten Wolf. Denn der gute Wolf, der macht uns ja eine Rüstung. Wo ist denn der gute Wolf? Da ist der gute Wolf. Ich habe jede Menge dieser Minecrawler-Panzerplatten eingesammelt. Fantastisch. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Das ist eine komplette Neuentwicklung, Mann. Schau einfach ab und zu bei mir rein, wenn du in der Nähe bist. Alles klar. Jetzt, da ich so faul bin,
Hallo Saturas. Magie zu Ehren. Ich möchte die. Ach, fick dich. Mögest. Wie viele Lernpunkte haben wir denn jetzt? 27. Wir brauchen, glaube ich, 40, wenn mich nicht alles täuscht. Da ist noch 2 Level. Also, natürlich, damit wir bei Lee hier einen Zweihandkampf lernen können, wenn wir das überhaupt noch können. Was? Ach ja, ich trage seine Waffe. Stimmt. Schlechte Idee. Hey, du hast 2000 Erz. Das ist schon mal meins. Das wird dir noch sehr leid tun. Mach den Kopf zu. Hallo. 40, genau. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Die Bedrohung dürfte beendet sein. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Einen Moment noch. Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine großen Taten. Ich danke dir. Wir sehen uns. Was ist das für eine Zauberrune? Kann ich da mal vorbei? Kann ich da mal vorbei? Kann ich da mal vorbei? Kugelblitz. Kann ich da mal vorbei? Alter. Überhaupt nicht penetrant. Ich halte mich da lieber raus. Ich hab da meine. Kann ich da mal vorbei? Fickt euch doch. Im Ernst, ich geh weg hier. Okay, wir müssen uns also jetzt Sachen für unser Ulumulu besorgen. Dazu können wir natürlich als erstes uns mal in den Sumpf begeben. 5 ist der Sumpf. Dort werden wir gewiss Sumpfhaie finden. Logischerweise. Die auch, glaube ich, sogar gut Schaden machen noch. Keine Müdigkeit vortäuschen. Was sind die alle müde hier? Wir können auch gleich nochmal bei unserem Tränkeverkäufer vorbeischauen. Der dürfte nämlich noch neue Tränke für uns haben. Sumpfhaie geben glücklicherweise sehr viele Erfahrungspunkte. Deswegen kann es nicht schaden, ein paar mehr von ihnen zu töten. Ich weiß gar nicht, ob die so gut auf Armbrüste zu sprechen sind. Armbrüste mögen sie nicht so, wie mir scheint. Schattenläufer sollten wir in einem Wald finden, wenn wir aus dem Sumpflager rausgehen. Troll, wissen wir ja, war da, wo wir mit Diego gekämpft haben. Da ja ein neues Kapitel entstanden ist, ist auch ein neuer Troll entstanden. Quasi. Ach ja, ich hasse diesen Sumpf. Kommt halt immer so super. Ich kann mich gerade wieder nicht bewegen. Super voran in dem Sumpf hier. So ein paar Blutfliegen. Oder eine Blutfliege. Boah, das war ein Skillshot, wa? Euch könnten wir auch nochmal umhauen. Wollen wir aber auch nicht.
Stattdessen haue ich lieber den Sumpfheil dann aus den Latschen. Komm mal her, Papi. Die machen gut Schaden.